Plötzlich kamen fünf Jugendliche rein, die waren maskiert. Ich wollte gerade die Tür aufmachen, dann wurde die Tür dagegen geknallt. Ich habe sofort verstanden, dass es ein Einbruch war. Wollte die Tür aufkriegen, habe geschrien, dann kam auch der Freund zu Hilfe. Wir haben versucht, die Tür aufzukriegen. Es hat uns nicht gelungen. Besonders auffällig in dem Fall war ja, dass einer der Tatverdächtigen sich mit einer Schweinemaske maskiert hat. Und so lustig das Ganze auch ausschaut, für uns ist das definitiv kein Spaß. Wir können nicht ausschließen, dass diese Bande möglicherweise auch in anderen Bereichen schon mal tätig geworden ist.
Und bitte jetzt. Bitte schön. Es war 10 Uhr nachts. Ich und ein Freund von mir saßen hinten und dazwischen ist diese Tür. Plötzlich kamen fünf Jugendliche rein. Die waren maskiert und hatten Einweghandschuhe. Wir haben die natürlich nicht gesehen. Wenn jemand reinkommt, es klingelt immer, dann komme ich sofort zum Verkaufsraum. Ich wollte gerade die Tür aufmachen, dann wurde die Tür dagegen geknallt. Und ich habe sofort verstanden, dass das ein Einbruch war, wollte die Tür aufkriegen, habe geschrien, dann kam auch der Freund zur Hilfe und wir haben zusammen versucht, die Tür aufzukriegen. Es hat uns nicht gelungen. Ich bin dann hintenrum durch die hintere Tür rausgegangen. Wollte die hier vor dem Laden erwischen, es war aber zu spät. Als sie weg waren, kam auch der Freund raus und er hat die nur noch am Flüchten gesehen. In der ersten Millisekunde dachte ich, dass es Freunde und Cousins so sind, die einfach Spaß machen und so ein bisschen Angst machen. Aber nach einer Sekunde wusste ich, dass es ein Anbruch war, weil die zu laut waren. Und ich habe schon von Geräuschen gehört, dass sie die Kasse aufgemacht haben und die Zigaretten und so alles aufgeräumt haben. Schaden ist ungefähr 1000 Euro. Der Schaden wäre größer, weil, wenn wir nicht versucht hätten, die Tür aufzubrechen. Die Tür haben wir auch aufgebrochen, deswegen sind die auch sehr schnell abgehauen, weil sie gesehen haben, dass es ihnen nicht so gelingt, länger zu bleiben. Ja. Wir haben hier überall Überwachungskameras. Ja, also wir können sehen, auch von zu Hause können wir sehen, was im Laden passiert. Nur wenn Leute mit Maske und Handschuhe reinkommen, können die Kameras auch nichts machen. Ich glaube nicht, dass diese Person immer mit dieser Schweinemaske die Läden ausraubt. Sonst wäre das jetzt bekannt und er wäre auch aufgefunden. Also ich wusste nicht, dass es fünf Personen waren. Ich habe mit drei gerechnet. Aber auch wenn ich gesehen hätte, dass das fünf wären, hätte ich den Laden trotzdem verteidigt. Ich habe hier genug Flaschen zum Werfen. Ja. Ich bin jetzt vorsichtiger geworden, wenn es klingelt. Also wenn jemand reinkommt, es klingelt ja immer. Und ich schaue immer in die Kamera rein. Ich bin natürlich vorsichtiger geworden. Ja. Und ich habe schon im Kopf so Plans, wenn wieder mal so vier, fünf Leute kommen zum Überfall, dann bin ich auch besser vorbereitet. Ja. Also ich denke öfter darüber nach und ich möchte unbedingt auch die Täter erwischen. Ich war geschockt. Also ein bisschen Angst, ein bisschen Panik, ein bisschen Aufregung, so also Action. Aber ich habe auch damit gerechnet, dass es zu einem Zusammenstoß, zu einer Schlägerei kommt.
ist aber nicht dazu gekommen, weil ich die gar nicht gesehen habe. Es kam nicht zu einem Kontakt. Ja. Und danach war ich auch geschockt. Also sowas habe ich zum ersten Mal erlebt. Also ich wollte verhindern, dass die Einbrecher ganze Tabakwaren und das ganze Geld mitnimmt.